Hallo, heute wollen wir uns mal die WildStyle Open Beta anschauen. Im Moment ist das Spiel auf Open Beta Status und ja, mittlerweile kann man auch vorbestellen, damit man beim Headstart mitmachen kann. Und vor allen Dingen, es ist auch jetzt auf Französisch und Deutsch einstellbar. Ich habe es jetzt auf Deutsch eingestellt. Wie ihr seht, ist es fast schon komplett auf Deutsch. Create a new character. Nee, ist klar. Also, es ist auf dem Weg ins Deutsche, aber noch ein paar Sachen sind natürlich Englisch. Wir schauen uns mal an, wie wir einen neuen Charakter machen. So, als erstes haben wir natürlich zwei verschiedene Fraktionen. Das sind einmal die sozusagen, ja, menschlichen Verbanden, ja, genau so nennen wir sie. Die menschlichen Verbanden, dann die Aurin, dann die Granok und die Mordesh, das ist die eine Fraktion. Das sind sozusagen die Flüchtlinge und die anderen sind dann die, ist das Dominion, das sind dann die Cassianer, die Draken, die Chua und die Meshari. Also wir haben zwei Reiche, so wie man das aus vielen, vielen Spielen kennt. Und wir haben einige Klassen. Wir haben, und das ist ein bisschen was anders als in anderen Spielen, wir haben hier den typischen Krieger, ja, macht Kampf, Prüfungen, macht Arena-Kämpfe, macht Kämpfe gegen andere Spieler und so weiter. Ist sozusagen mal was anderes, dass es halt Pfade gibt. Und diese Pfade bedeuten halt auch verschiedene, ja, wie nennt sich das, verschiedene Klassen, die man hat, also verschiedene Wege, die man hat. Also ein Ingenieur hat jetzt mal wieder andere klassenspezifische Fragestellungen, die jetzt zum Beispiel ein Krieger hat. Oder eine Esper hat auch wieder was Besonderes. Also das sind so, wie man es kennt aus anderen Spielen, natürlich die Skills, Sanitäter, der kann heilen und so weiter, aber die haben doch auch manchmal ganz spezifische Quests. Also ein Krieger hat zum Beispiel mehr die Kampfquests, ein Sanitäter hat zum Beispiel auch mal Heilquests und so weiter und so fort. Ja, und dann gibt es noch Pfade. Und die Pfade sind hier auch wieder was Besonderes, nämlich da ist es auch wieder so. Also der Soldat an sich, der macht halt Kampfübungen, Waffen, Zielübungen und so weiter und so fort. Der ist halt wirklich auf Krieg aus. Der Siedler, der hat zum Beispiel so Aufgaben wie eine Gemeinschaft, eine Siedlung, Siedlung was aufzubauen, Ressourcen zum Abbauen. Der soll auch manchmal so einfach nur ein Gebiet befrieden sozusagen, dass man halt wirklich dort siedeln kann. Das sind halt dann extra Aufgaben, die nur der Siedler hat. Der Wissenschaftler, ja, der ist ein bisschen mehr der Entdecker und, ja, nicht der Entdecker, sondern mehr der Technologe, also der schaut exotische Pflanzen an, der prüft Kreaturen, der sammelt Wissen. Also, wenn man im Spiel ist, hat der ein ganz anderes, ja, ich sag mal, ein ganz anderes Missionsszenario dann in vielen Bereichen. Das merkt man halt ziemlich früh im Spiel. Ja, und der Kundschafter, der sucht sich wirklich die Höhlen, der sucht sich also in den Bäumen irgendwelche besonderen Erkundungen, der sucht verborgene Pfade, der ist halt mehr so einer, wenn der rumläuft, muss der erkunden und dann die ganz speziellen Orte. Also ihr seht schon, das ist was anderes als in anderen Spielen. Hier sucht man also wirklich sich jemanden aus, will ich mal Kampfmissionen machen, will ich Siedlungsmissionen in einem Gebiet machen, will ich wissenschaftlich da was erkunden oder möchte ich halt wirklich das Gebiet Geheimgänge finden, und dann kommt man auch wirklich nur in Höhlen rein, die man selber dort erkundet. Also da könnte kein Wissenschaftler rein, oder ein Wissenschaftler könnte Sachen entdecken, zum Beispiel eine technologische Station, die findet ein Kundschafter nicht. Ein Siedler findet auch wieder was Besonderes. Also es hat alles seine, ja, man nennt es Spezialitäten von diesen vier Pfaden. Wir nehmen uns jetzt mal die Cassianerin hier und machen die mal zur Heilerin, und was passt zu einer Heilerin, ja, eigentlich der Wissenschaftler. Und dann geben wir ihr mal einen netten Namen.
So, und mal schauen, wie das Spiel dann startet. Hätte ich fast nicht gedacht, dass es diesen Namen schon gibt. Wie kriege ich den Namen schon noch? Die normalen Anpassungen in der Charaktererstellung von Farbe, Gesicht, Haare und so weiter gibt es natürlich wie in jedem anderen Spiel. Das wollte ich euch jetzt nicht genauer zeigen, weil das könnt ihr selber ausprobieren. Mir liegen Beweise vor, dass die Verbannten möglicherweise unsere Kryosysteme infiltriert haben, um ihre verräterischen Spione unter die loyalen Bürger des Dominion zu mischen. Ich benötige einen solchen als Hilfe für meine Arbeit. Du wirst mir einen besorgen. Ja, Ma'am. Unsere Scans haben etwas entdeckt, das wie mehrere funktionierende Kryokapseln aussieht. Keine mechanischen Anomalien. Welche? Den da. Genau da. Ja. Mein Instinkt sagt mir, dieser ist der richtige. Ja, endlich deutsche Sprachausgabe. Harry ist mathematisch einwandfrei. Und keiner so sehr wie meiner. Verstanden, Ma'am. Alle lebenswichtigen Organe okay. Soll ich mit der Reanimationssequenz beginnen? Ja. Du kannst beginnen, sobald sämtliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind. So beginne ich also im Dominion. Okay. Wir sind einsatzbereit. Diese hier sieht am besten von allen aus, Ma'am. Bester physischer Zustand. Keine Anzeichen einer Manipulation der Geräte. Genau, was ich brauche. Ja, hier ist jemand mit Potenzial. So, das Dominion erwartet uns, aber jetzt habt ihr mal das Intro gesehen, meine Figur gesehen, aber ich nehme jetzt noch die erste Quest an. Und dann erkläre ich euch die ersten ein, zwei Level im nächsten Video. Oh, ich weiß genau, wer du bist und wo du warst und was du getan hast. Macht dich das nervös? Ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut.